Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu einem Spiel namens Sumo Man, das allein aufgrund des Namens und des Titlescreens natürlich schon in Frage kommt. Entschuldige mal bitte, es reicht ja wohl für ein gutes Spiel, möchte ich meinen. Twicker, Twicker, Bytes, läuft. Aber ich glaube, wenn ich das auf den Screenshots so richtig interpretiert habe, ist es so eine Art Plattformer. Wir sind auf jeden Fall dieser wunderbare Sumo-Typ da und wir müssen irgendwie vermutlich überleben, nachdem uns dieser Typ offensichtlich auch, warum auch immer, mit unserer, ich nenne es mal Gondel quasi über die sieben Weltmeere schippert und keiner weiß genau warum, aber dafür sind wir Sumo. Prioritäten in seinem Leben müssen manchmal gesetzt werden. Oh ja, Merunja. Hey, hör auf, das Boot durchzuschaukeln. Ja, nee, ist klar. Das ist die Lippenbewegung. Wir sind an einem sehr... Entschuldigung. Ja, ich trage Mawashi. Ich bin ganz voll. Ja, ich habe das jetzt weggedrückt. Wer interessiert das schon? Wir sind das da und ich glaube, es hat Ragdoll-Physiken. Und Ragdoll-Physiken sind, wie wir wissen, das Beste, was die Menschheit jemals erfand. Also das meine Aufgabe ist jetzt, Sushi-Rollen zu sammeln. Ja. Ich kann nicht mehr nach vorne drücken. Ich kann entweder nach vorne laufen oder springen. Was zur Hölle? Nee, also die Controls sind fantastisch. Jedenfalls, dass ich das eben gefragt habe, die Controls sind absolut gigantisch. Was? B. Hey, hast du ja was am Haken? Du musst schnell einholen, wirklich. Was geht bitte? Der kommt dahin. Der ist irgendwie, kommt mit dem Schiff angefahren, sammelt alle Sushi-Rollen ein. Irgendwer, irgendein Typ sitzt da und schläft, dann mischt er sich in sein Business ein. Sagt, hier, du musst deinen Fisch einfangen. Was? Halte, um Zeit zurückzudrehen. Moment. Ach, das ist so ein Spiel, wo ich Zeit zurückdrehen muss. Ach, du Scheiße. Aber warum bin ich denn jetzt überhaupt gefallen? Und dann lag er plötzlich wie eine Schildkröte auf dem Bauch. Also ich muss eben Sprung dann noch quasi so ein bisschen nach vorne drücken. LB, schnell laden. Ah, das sind Checkpoints. Also, verstehe, da ist irgendwer mitteilt. Wer kommt bitte auf die Idee, sowas als Plattformer zu bauen? Und warum? Und warum ist da Jazzmusik oder sowas im Hintergrund? Weil ich habe so viele Fragen. Stelle ich zu viele Fragen. Ist das Problem? Sollte ich vielleicht einfach weniger Fragen stellen? Soll ich einfach. Mach einfach. Mach einfach. Scheiß drauf. Scheiß auf, dann wird es passiert. Der Typ schläft. Wir wecken ihn mal einfach, weil wir ein verficktes Arschloch sind. Jetzt nenne ich mal einen festen Schlaf. Lass ihn doch da stehen mit deinem Hintern. Nicht einmal der Gong konnte ihn wecken. Schlimmer noch, dass du so überhaupt versucht hast, du Krampe. Willkommen zurück in Bridge Constructor. Ist auch ein Spiel für einen anderen Tag. Nee, ist gut. Solche Spiele gehören auch dazu. Also manchmal. Man muss manchmal solche Spiele. Ich fand das lustig, aber ich weiß. Plötzlich ändert sich die Kamera an sich drastisch. Daran merkst du, das machen nur gute Spiele. Also wie Resident Evil zum Beispiel. Das schläft schon wieder. Lass ihn doch schlafen, das ist mir doch scheißegal. Was geschieht hier und warum bin ich da? Was muss ich tun und wer bin ich? Und warum schau mal, mein einziger Lebensinhalt Sushi. Ich möchte gerne nach vorne springen. Nicht Sushi. Hahaha. Ist das erste Level geschafft? Scheinbar ist das erste Level geschafft. Oh, und wir kriegen Sumo-Ränge. Weil die anhand dessen vergeben werden, wie viel Sushi man gerade gegessen hat. Deswegen ist das nun mal so. Plötzlich sind wir Yonokuchi. Ja, geile Scheiße. Weshalb wir natürlich dann auch passenderweise unmittelbar danach in einer Sumo-Kraft. Und wenn du fest auf dem Boden stammst, dann passiert was genau? Ach, ich muss einen Sumo-Strike vorbereiten. Und dann nutze ich ihn, indem ich nach vorne drücke. Wassong. Bin ersoffen. Das Wasser sieht aus wie Öl, aber das muss ja auch keiner wissen. Willkommen in der japanischen Kloake. Nein, in der Willkommen. Dieses Rückspul-Feature passt sowas von gut zu diesem Spiel. Das wirkt so, als hätten die irgendwie versucht, ein Spiel zu programmieren. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich recht viel mit... Warum haken wir auf einmal? Dass es eigentlich recht viel mit Physiken zu tun haben soll, weil der Typ ja permanent nach vorne umkippt, aus welchem Grund auch immer. Das ist eigentlich... Oder nach hinten. Das ist eigentlich, was damit zu tun gehabt haben soll ursprünglich. Und da haben sie gemerkt, scheiße, wir sterben permanent grundlos. Dann bauen wir halt ein Rückspul-Feature ein. Hashtag Braid. Das sind jedes Mal dieselben verdammten Charaktere. Erzählt mir wahrscheinlich jedes Mal, dass es ein fester Schlaf ist. Hör endlich auf zu schlafen.
Du bist dir schon darüber bewusst, dass es ein anderer Typ ist, ne, du kleine Arschkrampe. Er schläft. Lass ihn doch. Was ist dein Problem damit, dass Leute schlafen? Das ist ja fürchterlich. Stell dir mal vor. Du, jedes Mal, wenn du dich irgendwo gerade mal hinlegst, ein Nickerchen machst, kommt irgendein Sumo-Ring an, sagt, soll mal aufstehen hier, du kleine Arschkrampe. Was ist das für ein Verhalten? Oh, jetzt. Jetzt kommt. wisst ihr, was habe ich eigentlich erwartet? Was habe ich eigentlich erwartet, dass, wenn sowas hier auf einmal erscheint? Was für ein Meisterwerk von einem Spiel, bitte das. Also, grandios. Hör doch mal auf, jedes Mal ein zweites Mal zu stammen. Das kostet einfach nur Zeit. Arsch. Welchen Sumo-Rang werden wir nun haben? Nachdem wir diesmal wahrscheinlich mehr als 4 liegen lassen haben, es sind 5. Ja, fantastisch. Ich möchte gerne jetzt Yonidan sein. Das heißt so viel wie definitiv Nicht-Spieler dieses Spiels. Einige von diesen Steindingern zerbrechen scheinbar. Ja gut, stört dann keinen. Ich meine, das ist irgend so eine komische Höhle, dieser, weißt du, die zwar wahrscheinlich irgendwie heilig ist oder so ein Heilig ist oder so ein Scheiß. Ja, dann machen wir die halt mal kaputt. Scheiß auf, weißt du, Scheiß auf Naturschutz. Wir können das, weil wir sind auf der Suche nach Sushi. Und da muss man dann schon mal Höhlen zerstören. Hashtag die richtigen Prioritäten. Was ist jetzt gerade überhaupt geschehen? Wie ein Ping-Pong-Ball flog ich durch. Was geschieht überhaupt? Ist egal, Hauptsache ist lustig. Das ist das Wichtigste. Scheiß auf Gameplay, Hauptsache wir lachen. Das gehört manchmal dazu. Wir kommen zurück in. Wir spielen definitiv keine Spiele, sondern im Grunde genommen gucken wir Deadpool oder so und mit Ragdoll versiegen. Das ist schon wieder derselbe Typ. Und der ist immer noch davon fasziniert, dass er schläft. Das ist jetzt der Humor dieses Spiels. Haha, da liegt ein Typ, der schläft. Immer noch. Haha. Muss ich das jetzt noch weitermachen? Also quasi. Ja, aber ich sehe ja nicht, wo das andere Ende. Also, wo. Also hier, das sehe ich ja nicht, die andere Hälfte. Da muss ich jetzt raten. Hashtag fantastisches Game Design. Warum? Was passiert gerade? Aha. Also, ich meine, ich bin ja schon kein graziler, weißt du, also ich bin ja kein Tänzer. Ja? Also, ich bin ja also schon im Grunde genommen nicht die Eleganz in Person, ja. Aber selbst ich habe so viel Körpergefühl, dass ich nicht permanent einfach nach hinten umkippe und sterbe. Also hoffe ich. Manchmal. Ich meine, ich sitze ja meistens nur hier, das ist, was ich den ganzen Tag hier mache, aber. Nimm diese Scheißkiste. Wie nehme ich diese Scheiß. Ich habe vergessen, wie ich die Kiste nehme. Mhm. Scheinbar war es dieselbe Knopf, den ich vorhin auch gedrückt habe. Aber gut, da kann man dann schon mal die Regeln einfach ändern. Das ist gut. Das ist auch. Ist also gut. Was zur Hölle? Was glaubst du, wer du bist? Michael Jackson oder was? Plötzlich andere Kamera. Warum würde man. Und schon wieder andere Kamera. Mach doch einfach nur Willkür. Da bin ich für. Was hältst du davon? Da wissen wir wenigstens Bescheid. Dann kippt er plötzlich nach hinten. Warum kippt er plötzlich nach vorne? Warum kippt überhaupt alles? Warum. Was. Ja, da muss ich hin. Ich glaube, da muss ich hin, aber wie zur Hölle soll ich da hinkommen? Das ist viel zu weit. Das schafft er doch gar nicht. Wie zur verfickten Hölle. Wie zur Hölle soll ich diesen Sprung schaffen? Kann mir da mal bitte irgendwie. Oh, muss ich das Ding jetzt schaukeln? Das ist jetzt aber so. Guck, sag mir nicht, ich kann das. Yes. Checkpoint. Wie ich mich freue. Moment, da waren ganz viele Sachen unten drunter. Da möchte ich vielleicht nochmal hin zurückgehen. Was ist, wenn ich jetzt runterfalle? Wenn ich jetzt hier runterfalle? Was zur Hölle ist gerade passiert? Zumindest einer von uns beiden ist gerade fürchterlich entspannt. Ich bin begeistert. Also ich kann mich auch für andere freuen. So ist das jetzt nicht, ne? Also das. Man kann sich auch einfach seinem eigenen Tod fügen, du Arsch. Kippt doch nicht einfach. Der kippt einfach um. Der kippt und legt sich einfach um und sagt, na gut, ich bin es gewöhnt, meinen Arsch abgeputzt zu bekommen. Dann bleibe ich jetzt halt liegen. Funktioniert zu Hause ja auch immer, oder was, du blöd. Ja. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich hier verfickt nochmal hoch? Ich hab. Ich war im Beißen. Vielleicht ist das die Prequel zu Street Fighter. Im Grunde genommen ist das E-Honda, Alter. Heilige Scheiße, wenn wir ihn ja alle treffen. Ach, die Kiste. Ich hab komplett vergessen. Warte mal, da kann ich natürlich noch ein bisschen höher machen. So. Und jetzt holen wir die Kiste, ohne umzufallen, du dummer Arsch. Der greift das und hört dann auf zu greifen, weil er dann keinen Bock mehr hat, weil dann sagt er, das ist mir zu anstrengend alles hier. Wo ist eigentlich schon wieder mein Sushi? Warum hat der das jetzt losgelassen, Alter? Geh da hoch. Nein, das ist. Ein wunderschöner Kopfsprung. Jetzt fällt der hinten runter. Was ist mit dem. Hier, pass mal auf, wir gehen jetzt. Wir versuchen jetzt von der anderen Seite. Wir sind nämlich klug jetzt. Nein. Wir machen das jetzt von der anderen Seite. So, wir gehen nämlich jetzt hier hin.
Wir fallen da nicht runter, wir tocken einfach überall an, weil das ist das Einzige, was wir können scheinbar. Was zur Hölle? Das ist wie ein Slapstick-Film hier. Das ist übrigens auch sehr geil, man kann immer nur eine bestimmte Zeit zurückspulen. Das heißt, wenn man irgendwie dann mal... Wenn man mal irgendwo steht und versucht zu begreifen, was hier passiert, nachdem man gestorben ist... Ja, dann hast du halt ein Problem. Warum kippt der jetzt nach vorne um? Ich hab doch gar nicht... Ich genieße dieses Spiel in vollen Zügen. Kipp jetzt nicht um. So, pass mal auf, wir drehen das jetzt noch ein Stück nach oben. Hier sind alle Seelen hoch. Ist das jetzt ein Stück weiter oben? Ich habe keine verfickte Ahnung. Wir gehen mal davon aus. Weiter nach oben kriege ich es gar nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Ja, willkommen im wahren Leben, du Arschkrampe. Jetzt haben wir es dann geschafft. Danke. Sogar mit Checkpoint dahinter. Wer schlägt den Gong eigentlich die ganze Zeit? Das weiß wahrscheinlich keiner so genau, oder? Ach, doch dein dummen Sumo-Schlag jetzt. Du Arschkrampe. Jaha. Ja, was eigentlich noch? Plötzlich geht alles kaputt. Ich kann auch rennen. Das bringen die mir irgendwie zu... Nach zwei Drittel des Spiels bringen die mir bei, dass ich auch irgendwie rennen kann. Das ist ja fantastisch. Vor allem zwei Drittel des Spiels. Warum kann der überhaupt so schnell rennen, Alter? Der ist zu dumm, geradeaus auf eine Kiste zu springen. Aber kann auf einmal sprinten, als wäre er... keine Ahnung. Ihr Dingsbums Boot, Alter. Als wäre plötzlich wieder andere Kamera. Meine Damen und Herren, für dieses Meisterwerk, für diese Glanzleistung menschlicher Kreativität. Wir sind immer noch kein Johnny Dahn. Trotzdem bitte Like-Button kaputt. Psch, psch. Mit ganz viel Physik müssen wir es heute machen. In den Kommentaren, was ist eigentlich unser Lieblings-Sumo-Rang? Abgesehen von Yokozuna, so vom reinen Namen her. Wer wird endlich Yoyo und Sandam jetzt endlich mal fertig mit dem Spiel? Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.